War hier nicht auch noch eine Schatzkiste oder so? Hier war irgendwie so. Als ob wir hier irgendwo noch eine Schatzkiste hatten. Die wir einsammeln wollten. Oder war das als Kind? Bei der Fee, bei der Feenquelle, da gab es doch so einen großen Stein. Genau, da will ich hin. Da möchte ich jetzt hin. Falls du Bock auf Super Paper Mario hast, freu dich schon mal auf Chapter 6. Da gibt's dir, wie bei mir garantiert, eine existenzielle Krise. Okay. So, warte mal hier. Ist nichts drin? Wenn ich das so sehe, musst du direkt wieder in den Banjo-Kazooie-Hack denken, als du da runterrutschen musstest. Ja, genau. Das war auch richtig geil. Ja, ich glaube, so ein Banjo-Kazooie-Hack werden wir auch nochmal spielen. Der war auch ganz cool. Es gibt ja noch einen, habt ihr erzählt, für Majora's Mask quasi, ne? Da spielst du bestimmt 2 Jahre bei Randomizer Breath of the Wild. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Huh. So. Lass mal gucken, wo wir da hin müssen. Ja genau, es gibt noch ein Majora's Mask Hack von Banjo-Kazooie. Hallo Marco! Keine Sorge, dafür kommt ja bald ein neues Projekt. Da musst du dir keine Sorgen machen. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ach so, und ich sollte vielleicht Nacht machen. Ist Nacht? Ja, ne? So, ich mach mal ganz kurz hier Auge der Wahrheit. Hoffentlich badet da nicht auch eine Skuldi. Ja, da oben, ich hoffe, da hängen ein paar. Das wäre cool, wenn da 2, 3 Stück hängen. Bei Breath of the Wild Randomizer bekommt man eine Liste an Aufgaben, die man erfüllen muss. Also etwas anders als beim Ocarina of Time Randomizer. Okay. Hört sich besser an als das Original tatsächlich. Ein Herzteil. Hey, cool. Aber keine Skuldi. Oder ist Tag? Es ist Nacht, oder? Keine Skuldi. Okay. Ja, das war super. Wo finde ich denn hier noch eine Skuldi? Vielleicht in der Feenquelle? Man weiß nie, wo man hier noch eine Skuldi findet, ganz ehrlich. Deswegen, ich gucke einfach überall rein. So, haben wir denn hier irgendwo eine Skuldi? Ich sehe jetzt auch gerade nichts weiter. Da oben ist auch ein Herzteil. Hä? Was zur Hölle? Hä, wie nice. Da müssen wir einfach nur unsere Vogelscheuche rufen. Hä? Hey, und Susanne verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Ey, die Susanne, die ballert heute wieder raus, ne? Was ist da los? Und die Q-Flora hat bekommen. Sehr schön. Hä? Einfach 2 Herzteile bekommen in kürzester Zeit. Es fehlt nur noch eins, dann haben wir alle, ne? Aber das noch hinkriegen irgendwo, das wäre natürlich hammermäßig. Wenn wir das noch irgendwo hinkriegen. Ey, ich würde mich so freuen. Ich wäre ja richtig happy, wenn wir das wirklich auf 100% durchkriegen, das Game hier. Das wäre eine Meisterleistung. Mir fehlt noch ein Krog, aber ich weiß nicht, wo er ist. Das ist auch... Oh, das ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Aber wirklich. So, wo haben wir denn... Was meinen dann? Wo könnte noch eine Skuldi sein? Meint er, da unten ist irgendwo eine? Da sehe ich auch nichts. Die Frage ist halt, bin ich jetzt im Nachtmodus oder nicht? Ich denke schon, oder? Das hört sich für mich an wie der Nachtmodus.
Aber ich habe jetzt keine Skuldi gefunden. Das macht mich gerade kirr. Ich hätte echt gedacht, da oben gibt es das Skuldi. Wartet mal. Ich will jetzt nur noch mal auf Nummer sicher gehen. Ja, ihr seid ja auch. Ja, es ist dunkel. Es müsste Nacht sein, weil die Krähe kriegt. Genau. Ich gehe jetzt mal kurz gucken. Ja. Ist dunkel auf jeden Fall. Hä? Ich habe echt gedacht, wir finden jetzt hier die Skuldis, aber meint er echt? Schaut dir mal die Wände richtig an, ja. Meinst du, die hängt wieder irgendwo einfach? Aber oben war keine, ne? Da sind wir uns sicher. Ich laufe mal wieder am Rand entlang, ne? Wir kennen das ja noch vom Heiliasee. Das war ja auch so ein Krampf, sag ich mal. Und wenn nicht, müssen wir vielleicht doch nochmal als Kind hierher kommen. Aber gut, Soras Domain, da zählt ja auch noch, da zählt ja auch noch mehr mit rein, ne? Das kann ja auch sein, dass wir da, wo, ja, wo der Eingang ist, quasi noch irgendwas machen müssen. Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich finde es schon mal krass, dass wir zwei Herzteile gefunden haben. Das ist schon mal super viel wert. So, hier ist aber auch nichts weiter. Ja, man muss schon sagen, im Original sind die Skuldis schon echt besser versteckt. Also angenehmer, sage ich mal. Da muss man halt nicht so blöd und affig die Wände langlaufen, ne? Ich hoffe, da unten ist keine Skuldi irgendwo versteckt. Hat sich in einer Krähe verwandelt vor Verzweiflung. Ja, das habe ich im letzten Part auch schon. Im letzten Stream. Wir haben erst eine gefunden, ne? Eine Skuldi. Aber dafür zwei Herzteile. Ich bin guter Dinge. Ich bin immer noch guter Dinge wegen den Herzteilen. Ja, vielleicht sind halt wirklich als, ist halt wirklich als junger Link hier noch was los. Die Belohnung ist, dass die Crocs so süß sind. Ja, es ist halt, wenn man Bock hat, 100% zu machen, ist das halt eine schöne Aufgabe. Man lernt die Spielwelt nochmal ein bisschen besser kennen. Ist ja genauso wie mit den 100 Skultis, da brauchst du die Belohnung ja auch nicht. Ich meine, klar, es wäre schon geil, wenn du irgendwie eine übelste Hardcore-Waffe bekommen würdest. Oder irgendwas richtig Schönes, eine powervolle Rüstung, die alles abwehrt. Irgendwie so. Als Belohnung. Aber ist wahrscheinlich einfach nicht das Ziel des Entwicklers. Okay, also hier sehe ich jetzt erstmal nichts weiter. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier hoch auf die Eisscholle. Vielleicht findet man da noch irgendwas. Das ist ja auch so mega merkwürdig hier. Oh Gott. Unter den Eisschollen. Hey! Marcy hat abonniert, ne? Glaube ich. Dankeschön, Marcy. So, aber ja, hier sehe ich jetzt eigentlich auch keine Skuldi. Also im Wasser und dann nach oben schauen. Boah, das wäre ja mies. Meinst du echt? Okay, das, da ist schon mal nix. Ja, du hast aber auch recht. Es ist hier alles möglich. Müssen wir mal gucken gleich. Ich gehe kurz nochmal hier lang. Okay, ich guck mal kurz. Unter die Eisschollen. Man müsste halt schauen, okay, wir schauen mal. Ich weiß, was du meinst. Ich rüste mal eine andere Rüstung aus, damit ich hier unter Wasser atmen kann. Schön in weiß. Die Entwickler haben sich gedacht, dass sich niemand die Mühe macht, alle Crocs zu sammeln. Das kann natürlich auch sein.
Boah, man sieht aber auch gar nichts. Ist saumäßig dunkel hier. Ja, ich glaube, da ist auch nichts weiter los. Ja, dann hätte ich fast gedacht, wir müssen wirklich als Kind nochmal her. Aber Lord Yabu Yabu hat man, glaube ich, fertig gemacht, was die Herzteile angeht, was die Skuldis angeht. Hallo Dominik. Hallihallo, wie geht's, wie steht's? Schön, dass du da bist. Ne, hier sehe ich jetzt echt gar nichts mehr weiter. Und deswegen der goldene Scheihaufen. Der Scheihaufen. Da sind viele Scheigeis. Viele Scheigeis bilden einen Scheihaufen. Okay. Ich komme als Kind nochmal wieder, würde ich sagen. Ich habe nämlich keinen Plan. Oder wir suchen halt außerhalb in der Umgebung nochmal. Weil wie gesagt, Soras Domain ist ja mehr als nur dieses Gebiet. Hätte ich gesagt. Stimmt, im Brunnen. Ja, im Brunnen hat man damals das Auge der Wahrheit noch nicht, ne? Deswegen haben wir da ein bisschen was ausgelassen. Aber gibt's da noch so viel? Ich glaube, unten in der Mitte habe ich was gesehen. Was? Wusstest du, dass beim Modellautohersteller Johnny Lightning ein Auto im Zelda-Look gibt? Nee, wusste ich nicht, aber das hört sich gut an. Das schaue ich mir mal an. In der Mitte, hast du was gesehen? Unten hier in der Mitte? Oder wo meinst du? Und erstmal herzlich willkommen, Konoyuki. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich war doch gerade unten. Ich habe nichts gesehen. Ist schade, dass ich unter Wasser nicht die Ocarina benutzen kann, ne? Das wäre doch was. Schöne Blubberblasenflöten. Genau dort bei der großen... Du hast recht. Hä? Bin ich denn blind? Ja, dankeschön. Nice. Ja, da haben wir ja doch eine bekommen. Ja, super, 16 Stück noch. Okay, nice. 16 Stück noch und sind wir denn damit hier fertig? Das ist natürlich eine viel bessere Frage. Nö. Vielen Dank. Gute Augen, würde ich sagen. Nice. Ja, hey, ich war doch schon mega auf hier unten, oder? Warum habe ich die bisher nie gesehen? Komisch. Dominik Z ist Troll. Spricht immer von anderen Dingen. Kenne ihn von anderen Streams. Da steht er. Hat er ständig was? Von Zügen gesprochen, trotz mehrfacher Ermahnung. Okay. Hier komme ich jetzt gar nicht durch. Oh. Das kann sein, dass ich beim letzten Mal, als ich unten war, dass es nicht Nacht war. Das stimmt. Okay, wir gehen mal kurz hier hoch und wir... Hast du die schon gefunden am Friedhof? Die goldene Spinne? Ich meine, die mit dem Auge der Wahrheit kannst du welche finden. Am Friedhof? Okay. Ich will mal angucken. Ich meine, solange... Solange jetzt nichts passiert. Okay, naja. Was meinen dann? Kakariko? Kakariko. Links, rechts, rechts. Ah, links, rechts, runter. Gehen wir mal auf den Friedhof. Da soll was. Am Friedhof die goldenen Spinnen. Mit dem Auge der Wahrheit. Macht, wie ihr denkt. Wir lassen es erstmal anschauen und
Wenn keine bösen Absichten dabei sind. Aber ja, danke für die Warnung auf jeden Fall. So, aber hä, mit dem Auge der Wahrheit soll ich hier gucken? Auf dem Friedhof? Und da gibt's Goodies? What? Ja, sorry, aber ich sehe hier glaube ich keine Goodies. Aber wenigstens habe ich wenigstens die Wahrheit gesagt. Was? Alles gut. So, Leute, was machen wir? Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu tun. Die Frage ist, finden wir hier als Erwachsener jetzt irgendwas? Ich glaube, wir ziehen uns einfach mal von Haus zu Haus und da hinten oder dem Stein zum Beispiel. Hier, guck mal, da könnte ich mir echt vorstellen, dass da was drin ist. Kann man sich da nicht hinziehen? Da kommt man doch hin, oder? Vielleicht ist da eine Skulli drin. Ah, ich höre doch schon was. Perfekt, da haben wir doch schon mal was. So, 185. Aber wenn ihr sagt, im Brunnen ist auch noch viel los, dann wird das auf jeden Fall so sein. Wieder was gelernt? Wegen dem Loch hier? Hast du die Skullis schon am Todesberg? Ne, da habe ich auch noch nicht alle. Da fehlt mir auf jeden Fall noch einiges. Da müssen wir auch noch hin. Aber Kakariko gehört auf jeden Fall auch noch zu den Gebieten, wo wir noch mal ein bisschen umherschauen müssen. 15 Stück noch. Vielleicht gibt es ja als 200. Ein Herzteil. Dann hätten wir nämlich alles. Das wäre, glaube ich, ganz cool. So, da unter den Steinen müssen wir auch noch. Moin, ich bin. Was geht? Ja, stimmt, da sind auch noch Skullis. Da hast du recht, Susanne. Da müssten auch noch welche sein. Den Durchgang zur Mühle kenne ich noch nicht. Im Original ist das auch nicht. Hat das auch keinen Mehrwert, glaube ich. Im Original passiert da, glaube ich, überhaupt nichts mit. Soweit ich mich entsinnen kann. So, hier ist auch nichts weiter drinne. Dann hüpfen wir hier nochmal in das Loch schnell rein. Dann gehe ich mal die Treppe oder die Leiter hoch. Okay, ist auch nichts weiter. 15 Skullis noch, Leute. Ey, wir haben erst 3 Skullis gefunden in der Folge. In dem Stream jetzt hier. Schlecht. Warte mal, hier sind ja auch noch Kisten. Nicht viel, Kind schläft jetzt. Alter Junge, gönnen. Und bei dem Stein oben bei den Donnerblumen. Bei dem Stein oben bei den Donnerblumen. Ah ja, genau. Da sind auch noch. Im Original sind da welche. Wer weiß, ob da in dem Heck welche sind, weil die sind halt auch teilweise vertauscht. Aber wir gucken auf jeden Fall nochmal nach. Hier ist auch gar nichts. Schade. Okay. Wir waren jetzt schon auf dem Haus, wir waren drüben auf dem Haus. Wir gucken nochmal auf das Haus und auf das Haus, würde ich sagen. Und eigentlich wollte ich ja zu Soros Domain weitermachen, ne? Ich lasse mich schon wieder voll ablenken hier. Ah, das ist ein Eisenhaus. Also ein Eisendach. Okay, hier haben wir, glaube ich, nichts weiter. So, das Haus kennen wir noch, ne? Das ist böse. Da gehen wir nicht rein. Da hängt sich jedes Mal das Spiel auf, wenn wir reingehen. Obwohl mich mal interessieren würde, was da drin ist, ganz ehrlich.
Würde mich echt interessieren. Okay. Hält euch mal vor, ihr wohnt da und jemand Fremdes rennt auf dem Dach rum. Jetzt haben wir den Typen auf dem Haus angesprochen. Ja klar, von dem haben wir doch einen Enterhaken bekommen, oder? Ne, irgendwas haben wir von dem bekommen. Und das hast du uns, glaube ich, auch erzählt. So, wir machen bei Soras Domain erstmal weiter. Es gibt noch so viel zu machen, ne? Yada Toys, kenne ich leider nicht. Warum hängt sich das Spiel denn auf? Verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du damit? Es stirbt nicht, sondern es bringt sich nicht um, sondern es möchte nicht weitermachen. Wie erklärt man das am besten? So,